Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstag hier bei Ihrem BRK-TV. Die heutige Sendung wird etwas anders, als Sie es am Dienstag erwarten. Beginnen wir mit dem Sport. Am Freitag startete die neue Oberligasaison und der SV Blau-Weiß Zobau genoss Heimvorteil und hatte auf heimischen Rasen die Kicker von der SG Union Sandersdorf zu Gast. Wir waren natürlich mit der Kamera vor Ort. Der Sport im BRK-TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Der SV Blau-Weiß-Zorbau spielt nach einem Jahr Abstinenz wieder in der Oberliga. Zum Auftakt am Freitagabend kam der Vorjahresfünfte Union Sandersdorf zu Gast. Markus Dörfer, der neue Cheftrainer der Zorbauer, bestritt sein erstes Oberligaspiel als Cheftrainer. Wie sah es mit der Aufregung aus? Das erklärte er uns in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Das kann man jetzt so nicht sagen. Also Anspannung ist bei mir immer da. Also jetzt vielleicht nicht bei den Testspielen, aber so eine gewisse Grundanspannung brauche ich auch. Sonst würde was nicht funktionieren. Auch die war ohne Frage. Ja. Das war auch, kann ich so offen sagen, das war auch das, was mich vor dem Spiel ein bisschen nervös machte. Dass ich gemerkt habe, dass unsere Spieler sehr angespannt waren. Ich will nicht sagen ängstlich, aber angespannt. Und Sandersdorf kam hierher, für die ist das eine Situation, nicht das erste Mal, aber die Spieler hatten einfach Bock, Fußball zu spielen und das war schon ein Unterschied. Deswegen war ich sehr positiv angetan von unserem Start, dass wir da sofort im Spiel drin waren. Aber ja, jetzt so viel anders war das auch nicht. Jetzt hatte ich meinen Plan, es war jetzt nicht viel anders wie auch als Co-Trainer. Muss ich auch sagen, ich hatte meinen Plan, wir sind unseren Plan dann durchgegangen, aber Einspannung war da. Mit einer schönen Einlaufchoreo ging es dann auf den Platz. Zorbau, traditionell in Blau-Weiß gekleidet, spielte mit einer stark verjüngten Mannschaft. Die Unioner in Grün gekleidet hatten auch einige Ab- und Zugänge zu verzeichnen. Der Schiri Florian Thomas pfiff die Partie pünktlich um 18.30 Uhr an und damit begann die Oberligasaison 2024-25. Wer gedacht hat, dass die beiden Mannschaften sich erstmal abtasten müssen, hat falsch getippt. Denn die Zorbauer gingen voll auf Angriff und nach 3 Minuten gab es schon die ersten Torchancen auf Seiten der Zorbauer. Mit der Aggressivität hatten die Unioner nicht gerechnet und wurden kalt erwischt. Mit Neuzugang Erik Exner, einem ehemaligen Sandersdorfer, ging es schnell über die rechte Seite und mit einem Ball in den Rückraum, wo Niklas Neuhaus, ein weiterer Neuzugang, schon wartet und mit der Innenseite zum 1:0 einschiebt. In der 23. Spielminute bekommt der Kapitän Stefan Rassmann den Ball auf der halbrechten Seite Höhe Mittellinie und sieht den startenden Stürmer Marx in der Spitze. Mit einem klasse Ball bedient er den Stürmer, welcher im 1-gegen-1 den Torwart überwindet und auf 2:0 erhöht. Die Gäste aus Sandersdorf kamen danach immer besser ins Spiel und tauchten vermehrt im Strafraum auf, allerdings ohne größere Chancen. Bis auf die 30. Minute, denn da hatten die Unioner eine Ecke, die nach Kopfballverlängerung durch den 5-Meter-Raum segelt und am zweiten Pfosten einen Abnehmer findet. Der Spieler rechnet nicht damit, dass der Ball durchkommt und kann ihn deswegen nicht einschieben. Bis zur 45. Minute passierte wenig auf beiden Seiten, doch als der Stürmer Griesbach den Ball in den Lauf gepasst bekommt, stürmt Keeper Kostal raus. Der Stürmer war schneller und konnte den Ball noch in die Mitte zu seinem Teamkollegen passen. Wonneberger zieht mit einer Gegenbewegung am Verteidiger vorbei, aber dieser lässt das Bein stehen und es kommt zum Kontakt. Der Sandersdorfer lässt sich fallen und der Schiri, der die Partie gut im Griff hatte, pfeift zum Strafstoß. Das war die Chance auf den Anschluss für Sandersdorf, aber Zlatan Kostal hatte was dagegen, denn dieser spekuliert richtig und fischt den Ball aus der rechten unteren Ecke. Das war die erste Halbzeit und eines kann ich sagen, die zweite Halbzeit bot den Zuschauern genauso viel Spannung und Drama. Der Sandersdorfer Trainer brauchte auf jeden Fall die richtigen Worte, um hier noch das Spiel drehen zu können. Allerdings passierte in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit nicht allzu viel. Denn Zorbau lauerte auf einen Konter, um auf das 3:0 erhöhen zu können. Die Gäste aus Sandersdorf hatten jetzt viel mehr Ballbesitz und kontrollierten die Partie. Die Zorbauer Defensive stand dem Sandersdorfer Offensivdruck lange stand und hielt die Null. Die Gäste versuchten immer und immer wieder durch die Ketten der Zorbauer zu kommen, aber dies war vergebens.
Mittlerweile waren die letzten 10 Minuten angebrochen und Sandersdorf bekommt einen Freistoß mittig aus gut 20 Metern. Die Nummer 21 nahm sich direkt den Ball und trat an. Mit einem gut platzierten Schuss ins vermeintliche Torwarteck schlägt er den Zorbauer Keeper und machte damit das Spiel wieder heiß. 5 Minuten nach dem Anschlusstreffer bekamen die Gäste wieder einen Freistoß. Dieses Mal hat Till Schott das Foul begangen und bekam dafür die gelbe Karte. Der Freistoß fliegt weit auf den langen Pfosten, wo ein Sandersdorfer Spieler den Ball gezielt in Richtung des kurzen Pfosten köpft, wo zwei Spieler der Union blitzeblank stehen und sich nur noch ausmachen müssen, wer denn das Tor schießen soll. Am Ende machte es der 25-jährige Pascal Panier und schoss somit das 2:2. Das war dann auch die letzte nennenswerte Aktion des Spiels, womit die Zorbauer nach der ersten Hälfte wohl eher enttäuscht als zufrieden waren. In der Pressekonferenz nach dem Spiel hatten wir nochmal die Möglichkeit, dem Trainer Markus Dörfer zu fragen, ob Sandersdorf besser aus der Kabine gekommen ist. Ja, natürlich, zweite Halbzeit, da war jetzt nicht mehr allzu viel von uns da. Da haben wir es nicht mehr geschafft, so den Fußball aus der ersten Halbzeit zu spielen, ohne Fahrer. Da waren wir oft einen Schritt zu spät, erste, zweite Bälle, dann mit dem hohen Pressing. Das ist ja auch der Grund, wieso wir so hoch attackiert haben und so hoch gespielt haben, weil das ist ja dann nur passiert in der zweiten Halbzeit. Wenn wir mit den jungen Spielern, mit den Kader, den wir zur Verfügung haben, in einem zu größeren Zeitraum in die Situation kommen, nur das eigene Tor zu verteidigen, also die eigene Box, dann wird es einfach für uns brutal schwer. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden und damit teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte. Für den SV Blau-Weiß Zorbau geht es nächste Woche zu dem Fußballclub aus Grimma und die Union aus Sandersdorf darf die Wismut aus Gera auf heimischen Rasen begrüßen. Der Sport im BLK-TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Moin, Großer! Alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Weiter geht es in dieser Sendung mit einem neuen Format für Freunde der kleinen und großen Eisenbahn. In dieser Folge geht es in das Bundesland Brandenburg. Zu einer kleinen Bahn nach Buckow in die Märkische Schweiz. Ein herzliches Hallo und natürlich auch willkommen, liebe Zuschauer, zur Sendung Modell und Bahn, Ihrem Magazin für Modell und Eisenbahnen. Was soll ich sagen? Auf diesen Moment und diese Ankündigung habe ich mich eigentlich schon sehr lange drauf gefreut, Ihnen mein altes Sendeformat im neuen Gewand als Premiere wieder präsentieren zu dürfen. Und Modell und Bahn gibt es nicht nur hier auf YouTube zu sehen, nein, es werden auch einige lokale Fernsehstationen Deutschlands dieses Sendeformat mit ausstrahlen. Welche das sind, können Sie übrigens in der Videobeschreibung nachlesen. Ja, und das soll es an Info zur Sendung erstmal genug sein. Jetzt aber zu meinem Thema in der heutigen Sendung. Meine Reise führt mich wieder mal in die Märkische Schweiz. Mein Ziel ist die Kur- und Kneippstadt Buckow.
Ja, und die bietet nicht nur was zur Gesundheit, nein, wie kann es auch anders sein? Sie bietet auch was für unsere Leidenschaft. Wenn Sie jetzt auf Modellbahn tippen, liegen Sie, da würde ich sagen, leider ein klein wenig daneben. Obwohl das heutige Thema sich auch hervorragend als Modellbahn-Thema umsetzen ließe. Also, ich habe die Bukower Kleinbahn besucht, ein wahres Kleinod einer Museumsbahn im Märkischen. Und die werde ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Dazu wünsche ich Ihnen natürlich viel Spaß. Meine heutige Bahnentdeckertour führt mich in das kleine, malerische Städtchen Bukow in der Märkischen Schweiz. Sie ist auch der Hauptort des Naturparks Märkische Schweiz und Kneippkurort. Bukow liegt östlich von Berlin, nahe der polnischen Grenze und ist mit der Bahn oder auch dem Pkw nach ca. 1,5 Stunden Fahrzeit zu erreichen. Bukow ist aber auch Anfang eines ganz besonderen Eisenbahnkleinodes. Die seit 1897 bestehende Bukower Kleinbahn ist als sogenannte Stichbahn mit einer Streckenlänge von knapp 5 Kilometern angelegt worden. Sie verbindet Bukow und Darmsdorf bei Müncheberg an der Strecke Berlin-Küstrin, der ehemaligen Ostbahn, die von Berlin-Ostbahnhof nach Königsberg in Ostpreußen führte, gelegen. Den Bau der Strecke von Bukow nach Darmsdorf bei Müncheberg ermöglichte das preußische Kleinbahngesetz von 1849. Aus Kostengründen entschied man sich für den Bau einer Schmalspurbahn mit 750 mm Spurweite. Eine Entscheidung, welche sich wenige Jahre später als nicht zukunftsträchtig herausstellen sollte. Für den Betrieb wurden zwei CN2T-Lokomotiven beschafft. Die Herkunft ist leider unbekannt. Weiterhin 4 vierachsige Personenwagen, ein vierachsiger Postwagen und 4 vierachsige Güterwagen zur Verfügung. Von dem Wagenbestand sind leider keine Bilder überliefert. Durch den zunehmenden Tourismus ab den 1920er Jahren kam die Bukower Kleinbahn schnell an ihre Belastungsgrenze. Die kleinen Loks waren zu schwach, um die überfüllten Züge über die teilweise starken Steigungen zu bewegen. So wurde 1929 beschlossen, die bestehende Strecke auf Regelspur umzubauen und zu elektrifizieren. Für den elektrischen Betrieb mit 800 Volt Gleichstrom wurden bei der HAWA Hannover drei zweiachsige Triebwagen ET1 bis ET3 mit drei passenden Beiwagen EB1 bis EB3 geliefert. Betrieben wurde die neue Bahn mit 800 Volt Gleichstrom. Am 15. Mai 1930 konnte bereits der elektrische Zugbetrieb nahtlos aufgenommen werden. Die Stromversorgung der neuen Strecke stellen zwei Transformatoren mit je einem zugehörigen Quecksilberdampfgleichrichter her. Jede der zwei Gleichrichter konnte mit 250 Ampere Betriebsstrom belastet werden. Wurde mehr benötigt, konnten die beiden Anlagen zeitgleich gefahren werden. Die Einspeisung erfolgte über das Märkische Elektrizitätswerk Strausberg. Übrigens, die Quecksilberdampfgleichrichter kann man heute noch im angrenzenden Gebäude mit Lokschuppen besichtigen. Der Gleichrichter ist heute nicht mehr in Betrieb. Der Bahnhof erhielt weiterhin ein großzügig gestaltetes Empfangsgebäude mit Diensträumen, Gepäckaufbewahrung, Güterboden, zwei Fahrkartenschaltern, eine Restauration mit Garten sowie einer Wohnung für den Bahnhofsvorsteher im Obergeschoss.
1949 wurde die Bukower Kleinbahn in die Deutsche Reichsbahn integriert. Organisatorisch unterstand sie fortan der Berliner S-Bahn. Die seit 1930 im Einsatz befindlichen Triebwagen ET1 bis 3 wurden zwischen 1980 und 1982 im RAW Schöneweide durch drei neue Züge bestehend aus Trieb- und Steuerwagen gebaut. Da der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe RGW des Ostblocks der DDR einen solchen Neubau untersagt hatte, wurden die alten Triebwagen mit dem Trick der Rekonstruktion offiziell ins BW Schöneweide überführt. Heraus kamen jedoch die Neubautriebwagen unter der Baureihenbezeichnung 279.2. Angepasst wurde auch die Fahrspannung. Sie wurde von 800 Volt auf die übliche Straßenbahnfahrspannung auf 600 Volt abgesenkt. Nach der Aufgabe des Regelverkehrs 1989 nahm sich der Eisenbahnverein Märkische Schweiz e.V. der Strecke an. Seit September 2002 wird die Strecke wieder regelmäßig mit dem Triebwagen der Baureihe 479 befahren. Kurios dabei, nicht mehr als Eisenbahn im Sinne der EWO, der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung, sondern nach der vereinfachten Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, BOSTRAB. Also rechtlich gesehen eine Straßenbahn. Seit 2023 allerdings ist sie wieder nach der EBO eingestuft und damit wieder eine Eisenbahn. Na Gott sei Dank. Bevor wir nun eine Runde auf der Kleinbahn drehen werden, besuchen wir noch das kleine Eisenbahnmuseum, welches im Bahnhofsgebäude von Bukow eingerichtet ist. Die Ausstellung spiegelt die Geschichte der Bukower Kleinbahn wider. Weiterhin sind Exponate der Müncheberger Kleinbahn, Oderbruchbahn und der Königlich Preußischen Ostbahn, heute die RB 26, zu sehen. Weiterhin sind die verschiedensten Dinge des allgemeinen Eisenbahnwesens in Deutschland von klein bis groß und alt bis modern zu finden. Selbstverständlich, eine kleine Modelleisenbahnlage ist auch zu sehen. Das Thema der Bahn ist wohl unschwer zu erraten. So,
und nun wollen wir mit der Bukower Kleinbahn eine Runde drehen. Einmal Müncheberg und zurück. Der Zug steht schon abfahrbereit am Bahnsteig. Fehlt eigentlich nur noch der Fahrdienstleiter. Und nun geht's los. Gemächlich setzt sich der Triebwagen in Bewegung und passiert das Ausfahrsignal. Der nächste planmäßige Halt ist Waldsieversdorf. Er ist der einzigste Unterwegshalt auf dem Weg nach Müncheberg. Nach kurzem Aufenthalt geht's auch schon weiter. Nach insgesamt 4,9 Kilometer Strecke, die der Triebwagen mit einer Fahrzeit von 12 Minuten bewältigt, ist der Bahnhof Müncheberg, ehemals Darmsdorf, erreicht. Hier besteht Anschluss und Umstiegsmöglichkeit zu den Zügen der Niederbarnimer Eisenbahn mit der RB26 Richtung Küstrin oder Berlin-Ostkreuz.
als ein Relikt vergangener Eisenbahnzeiten und das ehemalige Wahrzeichen des Bahnhofs Müncheberg, der ehemaligen Ostbahn, ist diese imposante Signalbrücke erhalten geblieben. Vor dem Bahnhofsgebäude kann man sich über Aufsteller die Geschichte der Ostbahn Revue passieren lassen. Jetzt heißt es wieder einsteigen zur gemütlichen Rückfahrt nach Buko. Zeit nochmals, die märkische Landschaft entschleunigt zu genießen. Nach exakt 12 Minuten Fahrzeit rollt der Zug wieder in den Bahnhof von Buko ein. Eine schöne und kurze sowie informative Fahrt findet so ein Ende. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich von Ihnen und der Bukower Kleinbahn. Es ist wahrlich ein Kleinod einer Nebenbahn im Märkischen Land und auch ein Thema, finde ich jedenfalls, zum Nachbau für eine Modellbahn. Dank auch dem rührigen Eisenbahnverein Märkische Schweiz e.V., die sich um diese Bahn in besonderer Weise verdient gemacht haben.
So, das war also mein Besuch bei der Bukower Kleinbahn und ich denke, sie ist einen Besuch wert. Und von Berlin aus sind es auch nur ca. 50 Kilometer östlich, also Richtung Oder, zu fahren. Für diejenigen, die ich neugierig gemacht habe, habe ich auch einige Infos in die Videobeschreibung gepackt. Das war's dann also für heute von Modell und Bahn. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für Ihr Interesse und freue mich auf ein nächstes Mal. Und allgemein gilt natürlich, wenn Sie keine Videos von Modell und Bahn mehr verpassen wollen, empfehle ich Ihnen auch, diesen Kanal zu abonnieren. Ja, und da wir ja nun straff auch auf die Sommerferien zulaufen, wünsche ich natürlich allen einen schönen, erholsamen Urlaub und kommen Sie gesund und munter wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss. Das war unsere Sendung vom Dienstag. Heute einmal in einer anderen Form. Am Freitag erwartet Sie dann mein Kollege Thomas Scheidt. Dann haben wir auch weitere Beiträge vom Wochenende für Sie. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.